So, hallo, ich hoffe, wir nehmen auf. OBS hat gerade ein riesiges Update gemacht. Sieht jetzt etwas anders aus, aber ansonsten scheint alles so zu laufen wie bisher auch. Okay. Ja, ist Update ein Wort, was hier rein? Nein, schade. Dann nicht. Dann nehmen wir halt Dates. So, da haben wir das A, das E, das T, das S. Und hier sogar das E fest. Okay. Ja, dann nehmen wir noch. Was fehlt mir jetzt noch? A, E, Quatsch. O, U. Warte mal, nimmt er einen Namen? Ich könnte mit Lu. Er nimmt Louis an, dann habe ich alle Vokale weg. Dann habe ich alle Vokale weg. Das ist doch schon mal was. Zack. Okay. So. Gut. Können wir jetzt schon irgendwo ein bisschen was fester machen? Interessant, also es gibt kein U. Ansonsten kommen alle Vokale irgendwo vor, aber U gibt es nicht. Okay. Gut. Also hier haben wir jetzt schon vier Buchstaben. Vier Buchstaben haben wir schon, davon einer fest. Gut, dann können wir mal sagen To. Tos. Tosca? Gibt's sowas? Weiß ich nicht. Tos. Nee, Tos ist komisch. Machen wir mal so. So. Warte mal, so. Soot. Nee, so. Nee, das ist Schwachsinn. So. Nee. Ah, Toast. Toast wäre denkbar. Und selbst wenn es nicht richtig ist, haben wir hier zwei Ts getestet, wo sie sein könnten. Wir haben hier zwei Ts getestet, wo sie sein könnten. Also Toast ist, glaube ich, ein gar nicht so schlechtes Wort. Stark. Jetzt könnten wir hier gucken, was es gibt. Ich denke, Roast wäre möglich. Ja. Was wäre noch möglich? Also, wenn mehrere möglich sind, würde ich jetzt noch nicht anfangen zu raten, aber wir gucken mal. Post gibt es nicht, ne? Nee. Coast? Oh, Coast ist die Küste, ne? Ah, Coast gibt es auch noch. Okay. Da haben wir jetzt schon zwei mögliche. Gibt es Ghost? Ghost? Also, wenn ich Ghost sage, meine ich nicht den Geist. Gibt es Host? Host? Oas gibt's auch noch. Oh, scheiße. Okay, macht schon mehrere Möglichkeiten. Roast, was war's noch? Coast mit C. H ist noch möglich. G war's nicht. Gibt's Foast? Nein. Gibt's Woast? Nein. Okay. Ich denke, das waren dann alle. Boast, vielleicht gibt's Boast, könnte ich mir noch vorstellen. Ja, Boast gibt's auch noch. Ach du Scheiße. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, weil ich habe jetzt hier. Oh, ich kann jetzt hier nicht anfangen zu raten. Es ist ein Buchstabe und es können ganz viele davon sein. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Weil das bleibt ja so. Wenn ich jetzt nicht irgendwie den Buchstaben hier in die Raterei mit einbeziehen könnte, dann bleibt das da oben so. Dann werde ich hier oben nachher eine Situation haben, in der ich nur noch den Anfangsbuchstaben raten kann, weil ganz viele möglich sind. Scheibenhonig. Okay, wie viele Buchstaben haben wir jetzt hier schon? Okay, wir haben zwei Buchstaben, weil das T kommt sogar doppelt vor. Damit ist T raus. Also zwei Buchstaben, drei, vier, fünf. Wir haben alle Buchstaben. Okay, wir haben alle Buchstaben. Es fängt nicht mit T an, es fängt nicht mit L an. Dann lass es doch mal mit S anfangen. Und wenn es ein zweites T gibt, wird es wohl so ein T sein. So, und jetzt gäbe es noch. Ja, aber jetzt bleibt nur noch I und L. Das heißt, ich könnte es nur so bauen. Stilt. Das wäre das Einzige, was geht. Spricht irgendwas gegen diese Bauweise? Würde sagen, nö. Ja, okay. Gut. Problem ist hier oben, wir gewinnen halt nichts. Das ist das Problem. Wir gewinnen nichts. Ich bräuchte. Oh,
Ich brauche nachher noch genug Ratemöglichkeiten hier für den Anfangsbuchstaben. Sonst funktioniert das nicht. Sonst funktioniert das nicht. Okay. Das ist blöd. Hier haben wir halt bisher nur zwei Buchstaben. Das ist auch blöd. Aber vielleicht kann ich da dann die Buchstaben von hier einbauen. Das wäre gut. So, was haben wir hier? Hier haben wir zwei Buchstaben fest und ein L. Okay. Das L ist aber nicht am Anfang. Kann ich? Versuche gerade ein Wort zu bauen, was Buchstaben beinhaltet, die ich da oben testen will. Was war es nochmal alles? H war's, R war's, R war's, B war's. Oh ja, B, warte mal. Bl, Bli. Blieb, gibt's Blieb? Schade. Schade, schade. Blier, schade gibt's auch nicht, Mist. Okay. Meins kann ja auch mit L aufhören. IEL. Mit IEL könnt's auch aufhören. Ich versuche jetzt nicht Wörter zu bilden, sondern ich versuche jetzt tatsächlich einfach was zu bilden, was sinnig sein könnte, aber ich glaube, das kriege ich so nicht. Also Quill, nee, gibt's auch nicht, schade. Gibt's Preel? Nee, gibt's auch nicht. Dann werde ich wohl nicht mit den Buchstaben, die ich nutzen möchte, hier vorankommen. Dann gucken wir mal hoch, ob ich oben was machen kann mit den Buchstaben. Das T ist fest, ansonsten gibt's ein I. Mehr ist noch nicht klar. Okay, kann ich daraus vielleicht jetzt irgendwas bauen, wo ein R vorkommt, ein C und ein B? Kri. Ah, ne, Christ schreibt man mit CH. Crypt. Crypt. Ah, das wäre Y, das wäre Y. Aber ich darf das I ja gar nicht dahinsetzen. Ups. Stimmt, das I muss ja am Anfang. Okay, warte mal. Sei. Gibt's Sirst? Ah, ne, S darf ja gar nicht dabei sein. Ich will halt irgendwie die Buchstaben einbauen. Das wäre gut. Wisst ihr was? Ansonsten baue ich anders ein Wort, das nichts mit den Sachen hier zu tun hat, sondern das einfach nur die Buchstaben klärt. Wie gesagt, wir wollen testen das R, das C, das B wäre ganz gut zu testen, das H. Okay, das werde ich nicht alles auf einmal hinkriegen. Wobei, warte mal. Was könnten da jetzt hinter, was könnten da jetzt noch, da muss doch irgendwas hinkönnen, was möglich ist. Krim, Krin. Oder Chirp. Chirp. Okay, cool. Damit habe ich das C kontrolliert, ich habe das H kontrolliert, ich habe das R kontrolliert. Wenn es keiner davon ist, wäre es dann Boast. Gleichzeitig habe ich halt die anderen Buchstaben hier auch noch kontrolliert, weil die ja jetzt bisher noch nicht dran waren. Also vielleicht habe ich Glück. Wir probieren es mal so aus. Nicht einer. Es war nicht einer davon. Okay. Dann tendiere ich weiterhin zu Boast. Jetzt haben wir aber hier das H gewonnen. Das ist gar nicht so schlecht, dass wir das H hier gewonnen haben. Hier kommt noch ein H vor. Hier haben wir das R gewonnen. Das ist auch nicht so schlecht.
Okay, wir haben ein R gewonnen. Das macht die Sache schon interessanter. Gibt es jetzt noch einen anderen Buchstaben außer Boast? Also Boast geht ja, haben wir festgestellt. So. Ich probiere mal alle jetzt nochmal kurz durch. Wenn Boast der einzige ist, dann löse ich das erstmal aus, weil dann können wir auch kontrollieren, ob bei den anderen noch ein B vorkommt. Aber ich gehe kurz alle durch. Ich gehe kurz alle durch. Ich muss auch das S doppelt durchgehen, weil das noch nicht. Nee, S ist nicht am Anfang, hat sich erledigt, hat sich erledigt. Dann ist kein Buchstabe doppelt mehr. Dann ist kein Buchstabe mehr doppelt, dann passt das so. Wo war ich? Ich war bei Y, ne? Faust wäre jetzt das nächste. Nein. Goast hatte ich schon gecheckt. Ich kontrolliere es nur nochmal kurz. Host ist raus. Joas dürfte es auch nicht geben. Koas dürfte es auch nicht geben. Sehr gut. L ist sowieso raus. Mit Z kann ich es mir auch nicht vorstellen. Mit X kann ich es mir auch nicht vorstellen. Mit V kann ich es mir auch nicht vorstellen. Noast kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Moast auch nicht. Sehr gut. Dann ist es Boast. Zack und raus. Haben wir jetzt irgendwas gewonnen? Nein, okay. Also außer dass halt jetzt das da fest ist. Jetzt haben wir noch drei. Also einmal darf ich noch was raten, danach muss ich zweimal richtig liegen. Okay. Okay. Also ein H kommt vor. Das H ist nicht hier. Lass das H mal am Anfang sein. Das T ist hinten. Das I muss jetzt als nächstes kommen. Wenn ich das H hier hinsetze, muss das I hier kommen. Jetzt muss ich noch irgendwas dazwischen basteln, bis das T kommt. Irgendwas, was ich noch nicht habe. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich wüsste nicht, was ich so basteln kann. Machen wir es mal andersrum. Aber wenn ich mit IH starte, also I kann ja nur einer von den vorderen beiden sein. Aber H kann noch woanders sein. H kann noch woanders sein. H kann noch woanders sein. H kann im Prinzip noch überall sein, außer jetzt an der Stelle, wo es jetzt ist. Da darf es gerade nicht sein. Naja, wisst ihr nicht, wie das weitergehen soll? Ich glaube, da fehlt noch ein Buchstabe. Da fehlen sogar noch zwei Buchstaben. Theoretisch fehlen noch zwei Buchstaben. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guck mal nach unten. Da fehlt zumindest nur noch ein Buchstabe. Also, L ist nicht am Anfang. I ist in der Mitte. E kommt direkt dahinter. R gibt es auch. Ist natürlich nicht da, wo das E ist. Das ist logisch. Okay, starten wir mal mit R. Jetzt kann das L nicht kommen, also muss das L am Ende stehen. Wenn ich mit R starten würde, muss das L am Ende stehen. Dann höre ich auf mit IEL. Was könnte jetzt dazwischen stehen, dass da IEL kommt? Nichts. Also, dann ist R vielleicht der zweite Buchstabe. Sowas wie, keine Ahnung, gibt es Squeal? Nein. Gibt es Vril? Nein. Gibt es Vril? Nein. Kriel? Nein. Habe ich Kriel schon ausprobiert? Ist es jedenfalls auch nicht. Okay. Das lässt mich jetzt aber fast vermuten, dass R nicht am Anfang steht. Dann ist R der letzte Buchstabe. Dann hört es mit IER auf. Das L muss dann ja an der zweiten Stelle sein. Das heißt, wir hätten LIER. Was kann ich vor LIER? Oh, Flier. Flier ist denkbar, das gibt es.
Oder Flyer, irgendwie so. Was gibt's noch? Ich hoffe nicht mehr. Wenn es noch mehr gibt, habe ich ein Problem. Das gibt's nicht, das ist gut. Gibt es Glier? Gibt es nicht, das ist gut. Gibt es F hatte ich gerade schon. Gibt es das mit V? Nein, gut. Ich gehe zu F, ich gehe zu FLIER. Eine andere Option sehe ich nicht. Ich habe jetzt alles durchprobiert, ne? Okay, probieren wir es aus. Vielleicht ist ja das F da oben auch noch zusätzlich. Und vielleicht gewinnen wir dadurch eine andere Lage. Nee, wir gewinnen dadurch nichts. Das I ist eh schon, wissen wir schon, dass es in der Mitte ist. Ja, wir gewinnen dadurch nichts anderes. Außer halt vielleicht ein F. Vielleicht gewinnen wir ein F, ein gelbes F. Das wäre eine Geschichte. Oh, ich sehe gerade ein Denk ja, ich sehe gerade ein denkbares Wort. Wenn das F jetzt vorkommt, habe ich hier ein Wort. Wenn das F jetzt vorkommt, habe ich hier ein Wort. Ich sehe was. Flier, F kommt nicht vor. Schade. Schade. Ich habe an Fight gedacht. Ich zeige es euch kurz. Fight wäre denkbar gewesen, wenn F erlaubt wäre. Das I wäre passend. Das G ist auch okay. Das H wäre hier gestanden, das ist auch nicht ausgeschlossen und das T wäre hinten gewesen. Aber Fight ist es nicht. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei Ratemöglichkeiten. Ich muss erstmal ein Wort finden, was überhaupt mit den Sachen ist, die passend ist, die ich hier habe. Ich muss erstmal ein Wort finden, was hier überhaupt passend ist. Also F ist ja raus. Aber bleiben wir mal bei Flight. Wait, wie wollte ich denn. Hä, nee, was? Was wollte ich gerade bauen? Fight. Flight. Ach so. Ach so. Light. Spricht irgendwas gegen Light? Ja, dass das L raus ist. Das L ist raus. Aber IGHT ist denkbar. IGHT ist denkbar. Was kann ich noch vor IGHT packen? Night! Das ist bisher nicht ausgeschlossen. Ups, die Maus ist im Bild, Entschuldigung. Das ist bisher nicht ausgeschlossen. Es erfüllt alle Voraussetzungen und ich habe ja noch einen Guess, falls es falsch sein sollte. Okay. Oh, doppeltes T, tight. Okay, gibt's noch mehr Möglichkeiten? Jetzt wird's kritisch. Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Nee, tight kann's nicht sein. Es muss mehr Möglichkeiten geben, weil T vorne ist ausgeschlossen. T vorne ist aus. Okay, es muss noch mehr Möglichkeiten geben. Might. Might gibt es auch. Das wäre aktuell nicht ausgeschlossen. Okay, jetzt wollen wir. Nein! Jetzt ist es mindestens 50. Oh, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es mindestens 50-50. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Aber jetzt habe ich nur noch Glück. Die Frage ist, bleibt es bei 50-50 oder kriegen wir noch mehr Möglichkeiten? Ich denke aber nicht. Ich denke, White und Might bleibt die Endoption. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Nein, es gibt's auch noch mit K. Jetzt ist nur noch ein Drittel. Jetzt ist nur noch ein Drittel. Fuck. Jetzt ist nur noch ein Drittel. Tja. Ab jetzt kann ich nur noch raten. Ab jetzt kann ich nur noch raten. Also wir haben MWK. Drei Buchstaben. MWK. Ich nehme M. Ich nehme M. Das ist ein schönes Wort. Das gefällt mir am besten. Yes! Das war interesting. Okay. Das war interesting. Lasst uns kurz zu Wordle gehen.
Das wirklich ganz. Also ich muss sagen, die Wordles, nachdem jetzt hier, ich glaube, ich starte immer so einfach jetzt immer aus Jux und Tollerei mit dem Wort, was so gerade mir die meisten Probleme bereitet hat. Stabil. Louis. Okay. L und O haben wir gewonnen. Bringt mir noch nicht so viel. Nee, Plot gibt's nicht. Cloak gibt's nicht. Cloak. Cloak ist durchaus noch möglich. Wir können jetzt das L und das O kontrollieren. Wir gewinnen das A und das K als Möglichkeit dazu. Okay, LO liegt richtig. K ist tatsächlich auch dabei. Okay, kein A. Könnte es Log irgendwas sein? Log? Log, 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 Block. Nee, Block, nee, nicht Block, aber Bloke. E ist noch nicht ausgeschlossen bisher, ne? Bloke wäre denkbar. Stabil. Okay, haben wir das. Machen wir das. Machen wir das. Ich möchte mal mit Kreis starten. Das hatte ich mir letztens noch überlegt. Jawohl. Starker Start. Dann machen wir mal Ste. Der Stern. Okay, das S ist richtig. Spe. Spezi. Nee, Spezi gibt's ist nicht, weil I ist raus. Na, das erscheint mir dann doch ein bisschen komisch. Spee. Spee. Speck. Der Speck ist aktuell noch möglich. Kein Speck. Und jetzt auch kein Spee mehr. Okay. Was kann noch zwischen S und E stehen? C. Nee, I ist raus, I ist raus, I ist raus, I ist raus. Was kann noch zwischen S und E stehen? Jetzt wird schon interessanter. Swe? Nee, Swe ist komisch. Sü. Oh! Sü in Form von. In Form von. Ne, in Form von Ü. Sü. Sü. Ne, eher nicht. Aber Sä könnte es auch sein. Sä, jetzt brauche ich noch zwei Buchstaben. Keine Säge, weil. Wobei, wir wissen noch nicht, ob es nicht ein zweites E gibt. Ein zweites E wäre noch erlaubt. Säge. Jo! Alles klar. Gut, dass ich es probiert habe. Nördel, wie lange nehmen wir schon auf? 23 Minuten. Nördel, ich möchte mal was mit geteilt machen. Wir haben jetzt bisher noch nie geteilt dabei gehabt. Das ist ein bisschen gemein dem geteilt gegenüber. Jetzt machen wir mal was mit geteilt. Wir machen mal 50 durch. Ich will natürlich was haben, womit ich dann was anfangen kann, damit ich nicht zu viele, also damit ich alle Buchstaben, alle Zahlen durch habe. 50 durch, ich glaube, die 50 ist ein blöder Start, da kann ich nicht gar nicht so viel machen. Weil 50 durch 10 wäre 5. Das funktioniert nicht, dann habe ich die 5 zu oft, die 0 sowieso zu oft. Ich könnte 50 durch 5 teilen, wäre 10, ist ja das gleiche Spiel. 50 durch 25 wäre 2, ist die 2 zu oft, die 5 zu oft. Nee, 50 ist eine ganz doofe Zahl zum Teilen, wenn man mehrere Zahlen danach haben möchte. Machen wir mal. Was nehmen wir denn mal? 56 geteilt durch 4.
Nee, da ist, kommt auch wieder eine Zahl zu oft dann vor. Das ist auch blöd. Ja, und es ist gar nicht so leicht, was zu teilen, sodass du ganz viele Zahlen nachher zur Verfügung hast. 56 geteilt durch. Durch was teilen wir dich denn? Durch 2? Nee, dann habe ich die 2 wieder doppelt. Ja, komm, dann haben wir die 2 halt mal doppelt. 56 durch 2 ist gleich 0, 28. So, dann habe ich die 0 drin. Die 2 ist jetzt doppelt geschenkt, aber alles andere funktioniert. Enter. Okay. Kein geteilt, keine 6, keine 0, keine 8. Und die 2 ist sogar doppelt. Interesting. 5 kommt vor, ist gleich, ist an der falschen Stelle. Haben wir noch nicht so viel jetzt gewonnen, to be honest. Dann nehmen wir mal ein bisschen was mal. Und zwar jetzt so, dass wir ein ist gleich bekommen mit einer Zweierstelle. Was weiß ich, 52, nee, darf ja nicht mit 52 anfangen. 25, delete, 25 mal 5. Ist schon blöd, weil ich will ja. Nee, dann komme ich auf eine Dreier, das will ich ja gerade nicht. Nee, dann machen wir mal zweimal. Zweimal 35. Nee, das ist dumm. Was mache ich denn hier? Machen wir mal zweimal 3 mal 5. So. Bisher ist noch alles erlaubt. Jetzt kommt es ist gleich hierhin. Was käme denn da jetzt raus? Aktuell ist 6 mal, ist 30, die 0 ist nicht dabei. Zurück, Kommando zurück, dann machen wir halt 2 mal 4 mal 5 ist gleich. So, jetzt hätten wir 8 mal 5, ist 14. Bin zu blöd, ich bin zu blöd, eine Null rauszulassen. Okay. Dann machen wir halt nicht 3, dann machen wir halt 3 mal. Also, aber die 2 brauche ich ja irgendwoher brauche ich die 2. Okay, machen wir mal 12. Machen wir mal 12 mal. Nee, ich, wieso ihr denn, warum muss es denn mal sein? Macht es mal weg. Wir lassen es mal weg. 12 plus will möglichst viele Zahlen wieder abdecken. 59 ist gleich 71. Okay. Ah, die 2 muss ja doppelt vor. Oh. Mann, die 2 muss ja doppelt vorkommen. Was ist, wenn ich 52 mache? Dann hätte ich. Ja, dann kommt jetzt die 6 vor. Das darf ich ja auch wieder nicht. 15 plus. Jetzt. Jetzt. 15 plus 52. Wir haben noch nicht ausgeschlossen, dass die 5 doppelt vorkommt. Noch wäre es denkbar. Ist gleich. Und jetzt nämlich. Habe ich 67. Okay. Dann machen wir 15 plus 72. Darf ich das jetzt? Ist gleich 97. Jetzt habe ich die 2 wieder nicht doppelt. Ach komm. 12 plus 25 ist gleich 37. Jetzt habe ich endlich was. Nein.
Darf ich auch nicht? Okay. Okay. Gibt's doch nicht. Dann lass mir. Jetzt habe ich nimmer. Jetzt ist die zwei. Da darf die auch nicht stehen. Ist doch bescheuert. Ich meine, ich muss ja auch nicht auf eine 7 kommen. Dass ich es gerade nicht hinkriege, einfach irgendwas zu basteln mit den Sachen, die ich mir gegeben habe. Okay. 12 plus. What's next? Wir müssen auch nicht mit 12 anfangen. Wir müssen auch gar nicht mit einem was mit 10 anfangen. Wir können auch anfangen mit 32. Oder mit 23. Komm, wir starten mit 23. So. 23 plus. Jetzt kommt meine 5. Und ich will. Ja, plus 59 ist gleich. Kann ich jetzt eine zweite 2 einbauen? Ist 72. Ist das. Nee, ist nicht 72, ist 82. Scheiße. Ich habe die 8 doch schon ausgeschlossen. Mann. Wenn wir 33 mal. Nee, dann ist die 2 wieder weg. Ich brauche 2 Zweier. Junge, wie kriege ich denn 2 Zweier unter? 23. Dann machst du halt keine 23. Dann machen wir halt eine 13. So, 13. Achso, aber ich hatte die. Ich will die 2 da vorne haben. Dann machen wir halt mal 27. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. 27 plus, Achtung, Achtung, 45 ist gleich 72. Jetzt habe ich doch endlich mal was erfüllt, oder? Jetzt habe ich doch alles erfüllt aktuell. Die 2 kommt doppelt vor. Wir haben zwei Zweier, wir haben eine 5, wir haben ein ist gleich und wir haben keine Zahl benutzt, die es nicht erlaubt ist. Gut, gucken wir mal, was passiert. Okay. So, keine 7. Die erste 2 sitzt, die zweite 2 sitzt nicht, die 4 ist in Ordnung, es kommt also was Zweistelliges tatsächlich raus. Und das Ergebnis hier hat eine 2. Gut, so, das macht die Sache interessanter. Kein Plus. Also arbeiten wir mit Mal oder mit Minus? Ich würde fast sagen, wir arbeiten mit Minus. Weil mit Mal hier zu arbeiten, erscheint mir doch komisch, dass dann was Zweistelliges rauskommen könnte. Wobei ich könnte natürlich auch Mal, Mal und so haben. Wobei, hier ist die 4 schon fest. Ah, das scheint mir merkwürdig, ehrlich gesagt. Ich würde einfach mal was voneinander abziehen. Wir könnten zum Beispiel voneinander abziehen. Die 95 minus, jetzt brauchen wir eine 4 und jetzt müssen wir auf 2 kommen, minus 43 ist gleich. Jetzt kommen wir hinten auf 2 und vorne kommen wir auf. Habe ich ausgeschlossen, dass eine 5 doppelt sein kann? Nee, habe ich erstmal nicht ausgeschlossen, ne? Ich habe bisher eine 5 nicht doppelt verwendet. Also könnte 52 sein. Ist jetzt irgendwas. Na, ja doch. Ist jetzt irgendwas, was nicht erlaubt ist? 9 habe ich verwendet. 5 darf da stehen. Minus habe ich verwendet. 4 ist richtig an der Stelle. 3 darf ich auch noch benutzen. Ja, müsste erstmal Sinn ergeben. Okay. Gut, jetzt müssen wir nur die Zahlen umändern. Sodass halt. Aus dem 90er-Bereich etwas minus dem 40er-Bereich etwas ergibt. Es muss 52 rauskommen, ja, lol. Okay. Ja, dann nehmen wir halt 94. Eine zweite 4 ist bisher nicht ausgeschlossen. Minus 42 ist auch 52.
Das dürfte aktuell nicht ausgeschlossen sein. Würde noch mehr gehen, interessiert mich nur gerade. Wenn ich 95 nehme, hatten wir gerade, 95 ist raus. Wenn ich 92 nehme, dürfte ich 0 abziehen, aber 0 gibt's nicht. Nee, das ist eigentlich die einzige, die möglich ist. Das ist eigentlich die einzige, die möglich ist. Müsste eigentlich passen. Nice. Okay. Gut. Wollen wir noch semanteln? Komm, wir semanteln noch. Wir machen uns noch komplett kaputt. So, semantel. Zack, let's go. Costly, Alter. Ich starte mal wieder mit meinem Garten. Halt, treat all input as lowercase. So. Haus. Das mal weiter weg. Flower. Okay, nee. River. Was ist mit Adjektiven allgemein? Gefällt ihm im Moment auch nicht. Was ist mit einem Verb? One. Schmeckt ihm auch noch nicht. Garten war bisher das, also in Anführungszeichen das Beste, aber Garten ist halt noch weit weg. Was könnte ihm denn so schmecken? Danger. Schmeckt ihm auch nicht. School. Nee, schmeckt ihm auch nicht. Trade. Okay, dann nicht. Dann nicht. Ist okay. Question. Nee, schmeckt ihm alles nicht. Ranch. Nee. Object. Nee. Ich glaube nicht, dass wir in die Richtung kommen. Lower. Higher. Nee. Tower. Wir sind noch nicht mal ansatzweise unterwegs. See. Fire. He, she, it. Okay. In welche Richtung könnte ich noch so gehen? Human? Auch nicht, auch nichts. Amerika. Wieder Länder testen, World. Costly. Was ein Scheißwort. Ja, danke. Computer. Nummer. Mathematik. Solve. Jo, ich komme überhaupt nicht in eine Richtung von irgendwas. Trade. Hatte ich schon, das war das Schlechteste. Pool. Gras. Furniture. Nee. Wrath. Nee. Snow. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich raten soll. Auto, Car. Auch nichts mit dem Car. Traffic. Ich komme überhaupt nicht in irgendeine Richtung. Popular. Ich komme überhaupt nicht in irgendeine Richtung. Bottom. Nee. Right, wrong. Wrong. Nee. Filthy. Nee. Fisch. Ich komme nicht mal ansatzweise in irgendeine Richtung. Sentence.
Nee. Irgendwie. Running. Shop. Nee. Also komplett hier völlig lost. Number. Hatte ich mache immer alles doppelt. Equation. Pause. Habe ich Pause schon? Nein, aber jetzt. Haus. Nee. Ah, hatte ich auch schon. Stabil. City. Puh. Ich komme in gar keine Richtung. Clean. Green. Blue. Red. Yellow. Flower hatte ich glaube, Flower hatte ich gerade schon, ne? Gerade nicht, aber kam vor. Place. Nee. Trip. Also, gar keine Richtung. Ich hab gar keine Richtung. Gibt es irgendwelche Wörter, die ich noch überhaupt nicht in irgendeine Richtung benutzt? Ja, muss es ja geben. Mountain. Also. Lake. Ich glaube, das Beste war bisher immer noch der Anfang mit Garten. Hier, 14,42. Das war immer noch das Beste. Crazy. Aber halt kein gutes Garten. Adam. Eve. Isaac. Ja, Schwachsinn. Force. Nö. Physics. Okay. Das ist bisher das Stärkste. Physics. Lesson. Okay. Pupil. Nee. Teacher. Okay, sind wir echt in der Schulrichtung unterwegs? Professor? Yo! Yo! University? Oh, okay, wieder weg. Okay. Professor Physics, Scientist. Yo! Okay, irgendwas in die Richtung. Irgendwas in. Okay, da müssen wir jetzt dranbringen. Science? Oder bleibt. Also. Okay, es bleibt die Person an sich dahinter. Was ist mit Prof alleine? Oh, okay. Professor, Scientist. Professor war besser als Scientist. Doktor. Doktor? Das ist wieder weiter weg. Interessant, interessant, interessant. Gibt es Dozent oder sowas? Dozent? Ja, gibt es, gibt es. Okay, wir sind in der Uni-Richtung unterwegs scheinbar. Aber ich glaube, ist nicht so in, also es bleibt wirklich bei, ja, es bleibt wirklich bei der Person. Okay, aber cool, dass wir dann doch noch was gefunden haben. Was könnte es noch so geben neben Professor? Jetzt bin ich hyped. Jetzt bin ich hyped. Professor. Warte mal, Chemie, schreibt man das so im Englischen? Kennt er nicht? Chemix, Chemix schreibt man es, ne? Chemix.
Kennt er auch nicht. Wie schreibt man denn Chemie in Englisch? Chemistry? Ich glaube Chemistry. Okay, aber das mag er nicht. Law? Also so physikalische Laws? Nein. Professor. Doktor gefällt, hat ihm nicht gefallen. Professor? Lawyer? Zwar weiter weg eigentlich. Na, ist gar nicht so weit weg. Okay, nimmt er auch, nimmt er auch. Professor Scientist. Ich weiß es nicht, also ich meine, manchmal sind die dann Dinge dann doch weiter weg, als man denkt. Okay, nein, Präsident ist weiter weg. Professor ist bisher unser 15 nächstes. Unser 15 nächstes ist Professor. Was gibt's? Was heißt denn Forscher? Scientist ist ja der Wissenschaftler. Was heißt denn Forscher? Forscher. Gibt es irgendwie Archäologe? Archäolog? Stimmt nicht, nee. Ich weiß, wie man das schreibt. Was heißt denn Forscher, verdammt? Ah, oh, Forscher. Oder was geht denn noch in die Richtung von Professor? Scientist, Professor. Doktor fand er dann aber nicht mehr gut. Dozent fand er wieder okay. Das ist allgemein der Worker, also so Arbeiter. Gefällt ihm nicht, okay. Also es geht wirklich in die Richtung Wissenschaft, Universität. Developer? Nee, schmeckt ihm auch nicht. Was heißt denn Forscher? Oder Searcher? Also ist Searcher, geht es in die Richtung, die er will? Nein, will er auch nicht. Dann Professor war ich. Ich schreibe mal Professor kurz so, aber das dürfte egal sein, ob groß oder kleiner. Ja, das ist egal. Gut. Was heißt denn Forscher? Ich muss mal kurz Forscher googeln. Einen Moment. Muss ich euch nur ganz fix hier einmal ausnehmen, dass ich hier in Ruhe alles öffnen kann. So. Zack. Google Übersetzer. So, zack. Okay. Jetzt kann ich euch wieder reinnehmen. Zack. Gut. Ah, Researcher. Genau. Researcher. Researcher. Ja, es geht alles in die richtige Richtung. Es geht alles in die richtige Richtung. Aber was ist es dann am Ende? Was ist es dann am Ende? Was gibt's denn noch so? Professor, Researcher. Denke, ich gebe auf. Ich denke, wir sind nah genug dran. Allein, dass wir das noch gefunden haben, allein, dass wir noch die Möglichkeit hatten, so weit zu kommen. Ich denke, wir haben genug gesehen, würde ich sagen. Ich denke, wir haben genug gesehen. Ich bin nur immer dann gespannt, ob ich draufkommen hätte können oder nicht. Aber an der Stelle gebe ich auf. Hoffe, das ist okay für euch. Und Historian. Okay. Glaube nicht, dass ich es ausprobiert hätte. Historiker,
War ich schon bedeutungstechnisch nah dran? Was wären so noch nähere Wörter gewesen? Scholar? Ja. Scholar? Historians? Geographer? Archivist? Biographer? Chronicler? Socialist? Ja, doch, muss man sagen, diesmal relativ gut die Wörter. So, ne? Also, und hier waren wir. Das war unser nächstes Professor. Ja, doch, 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 doch. Interessant. Was es alles für Wörter gibt, die ich nie gesehen habe, noch nie gehört habe. Krass. Krass, krass, krass. Okay, gut. Dann an der Stelle bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und hoffe, es hat aufgenommen, weil, wie gesagt, Update. Mal gucken.